Ja. Doch, das siehst du hier, das aufnimmt. Ja, ja. Gottesdienst heute am letzten Tag im Jahre 2023, also heute am Silvestervormittag. Wie schnell die Zeit vergeht. Der Jahreswechsel macht das immer wieder neu bewusst. Er ist eine Chance zum Innehalten und zur Rückschau. Und weil dies so ist, lasst uns wieder einen Kanon singen, wechselnde Pfade, Schatten und Licht. Wenn man es nicht als Kanon hinbekommt, singen wir es einstimmig. Ich bin froh, dass wenn ich eine kleine Schar heute früh zusammengekommen. Schön, dass ihr alle da seid.
der gleich bleibt von Ewigkeit zu Ewigkeit, im alten wie im neuen Jahr. Im Namen Jesu, der uns befreit von allem, was gewesen ist. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns stärkt zum Aufbruch in ein neues Jahr. Amen. Gehen wir mit unseren Gedanken noch einmal ins vergangene Jahr zurück. Wir finden vieles, was uns bewegt und bestimmt hat, was uns gelungen und misslungen ist. Im Blick darauf möchte ich glauben, was mir der Psalmwort für den Silvestertag zusagt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Singen das Lied, nun lasst uns gehen und treten, die Nummer 58, die angeschlagenen Strophen 1 bis 3 und 6 und 11, es sind kurze Strophen. Sondern wir lesen alles gemeinsam. Es ist so ein schöner Psalm, den ich nicht aufteilen möchte. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behüte, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir beten
Du, unser Gott, oft haben wir im vergangenen Jahr deine Güte und Treue erfahren, mitten im Alltag deine heilende Nähe gespürt. Dafür danken wir dir. Doch manches hat unser Herz schwer gemacht. Der Tod eines geliebten Menschen, Krankheitszeiten und Schmerzen, Enttäuschungen, die uns verletzt haben, Ängste, die die Freude am Leben getrübt haben, Sorgen, die uns den Blick verstellten. Vieles von dem, was wir in dem zu Ende gehenden Jahr erlebt haben, verstehen wir bis heute nicht. Es fällt uns schwer angesichts unserer Ohnmacht über die Kriege in unserer Welt und mit unserer Ohnmacht über die weltweiten Naturkatastrophen zu glauben, zu lieben, zu loben. So kommen wir zu dir voller Fragen und doch dankbar, Suchende. Wir suchen Ruhe und Frieden. Wir sehnen uns nach Zuversicht, Heiterkeit und Gelassenheit. In der Stille bringen wir vor dich, unser Gott und unser Herr, was uns an diesem letzten Gottesdienst des Jahres auf dem Herzen liegt. Du Gott des Lebens, erfülle uns mit deinem Frieden. Amen. Singen vom angefangenen Lied Nummer 58 die Strophen 13 bis 15. Seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, Aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit,
Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will. So hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn an jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen. Und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja. Wir singen Lied 182, 1 und 7. Halleluja. Von einem Facebook-Freund geschickt wurde. Über Facebook natürlich. Es ist überschrieben mit gutem Beschluss. Nicht hineinrutschen ins neue Jahr, guten Rutsch, wünscht man im Fulda-Land, sondern einen guten Beschluss. Die Zeit zwischen den Jahren ist eine Zeit, etwas zum Abschluss zu bringen. Die Zeit zwischen den Jahren regt an, Altes loszulassen, um Platz zu schaffen für Neues. Die Zeit zwischen den Jahren ist eine Zeit, in der keine Wäsche gewaschen wurde, also bitte keine alte Wäsche waschen. Die Zeit zwischen den Jahren ist eine Zeit zum Rückblick, um einen klaren Blick und Durchblick ab dem 1. Januar zu haben. Guten Beschluss heißt abschließen, was es abzuschließen gilt, auch wenn es schmerzt. Heißt beschließen, was im kommenden Jahr vielleicht an anderem möglich und gewollt ist. Heißt anschließen an dem, was aus dem alten Jahr mit hinübergenommen wird.
heißt aufschließen. Was an Lücken geblieben ist aus der zurückliegenden Zeit. Heißt ausschließen, was es gilt nicht mehr zu tun und zu leben. Heißt einen Beschluss zu fassen, das Leben geht weiter. Möge es uns im Glauben gegeben werden, täglich mit Zuversicht unser Leben zu leben. Das Bekenntnis unseres Glaubens mag uns darin bestärken. Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In das Lied Nummer 6 aus dem violetten Buch, aus dem kleineren Buch von guten Mächten, die Strophen 1, 5 und 6. Haben wir bei der Lesung gehört. Es ist der schöne Text aus dem Prediger Salomo, aus dem Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Uns alle vertraut, alles hat seine Zeit.
Liebe Gemeinde, das, was wir eben in der Schriftlesung vom Prediger Salomo gehört haben, sind Sätze von beeindruckender Schlichtheit und zugleich Worte voller Weisheit. Der Prediger fasst seine Beobachtungen, seine Wahrnehmung über gelebtes Leben in Gegensätzen zusammen, die eine geschlossene Einheit bilden. Zusammengehalten werden diese Gegensätze nicht durch einen blinden Zufall, sondern von der Ewigkeit Gottes. Das kann man sich so vorstellen. Ich habe heute eine Weihnachtskugel mitgebracht. Die Weihnachtskugel bildet eine geschlossene Einheit. Ich will euch nur das Denken vom Prediger etwas klar machen. Bildet eine geschlossene Einheit. Sie hat zwei Hälften, kann man hier aufmachen. Und in diese Hälfte hinein sind Kippschalter gebaut. Da kann man kippen, alles hat seine Zeit. Lieben, dann mache ich den Kippschalter zu, dann mache ich hier hassen, dann mache ich hier den Kippschalter runter. So funktioniert das im Denken. Abbrechen oder bauen, weinen oder lachen, klagen oder tanzen, zunähen oder zerreißen. Und alles unter dieser Kugel. Das Weltverständnis der Menschen damals war, hier oben, das sind die Sterne, das sind die Gestirne dran. Und da ist dann alles zu Ende. Das war ein anderes Denken, wie wir heute denken. Und wenn ein nachdenklicher Mensch heute über die Gefühlslage seines Herzens nachdenkt, dann wird er sich wiederfinden in einer bestimmten Konstellation der Schalter. Abbrechen, lachen, tanzen, zerreißen oder Steine wegwerfen, Herzen schweigen, lieben. Es ist ja nach Herzenszustand sehr kompliziert. Diese Sichtweise des Predigers Salomo nimmt das Leben in allen seinen Details auf. Und diese Details wechseln von Tag zu Tag und Monat zu Monat, von Lachen zu Weinen, von Klagen zu Tanzen und so weiter. Und das kann man einen Schritt weiterführen. Wer gerade weint, der darf hoffen, dass er wieder lachen kann. Wer gerade lacht, der muss fürchten, dass es nicht ein ganzes Jahr lang so bleibt. Wer gerade tanzt, der weiß, dass er irgendwann später auch Grund haben wird, zu klagen. Wer sich eingefunden hat in die tägliche Routine seines Lebens, der weiß, er oder sie bleibt nicht die ganze Zeit im honigsüßen Paradies. Der rechnet auch mit dem weniger angenehmen, mit dem Schweigen, ja sogar mit Phasen andauernder Verzweiflung. Doch selbst bei diesen handelt es sich in den wenigsten Fällen um einen konstanten Zustand. Zustände verändern sich unablässig. Das Fließen von Zeit bedeutet, plötzlich werden Schalter umgelegt und das bewirkt manchmal sehr kleine, oft aber auch große Veränderungen in der eigenen Befindlichkeit, in der Seelenlage, im Gefühlshaushalt des Herzens. Das Barometer der Zuversicht steigt und fällt plötzlich, wie bei Wintereinbrüchen, Sommergewittern und Starkregenereignissen. Alles hat seine Zeit. Trauer und Lachen sind nicht kontinuierliche, anhaltende Zustände, sondern hängen von so vielen Faktoren ab, dass sie sich zu jeder Zeit steigern, verringern können. Glückseligkeit und Trauer, das sind Fließzustände. Fließen, verändern, aufsteigen, abstürzen. So in etwa lässt sich die Sichtweisen vom Leben des Predigers Salomo umschreiben. Es präsentiert sich als ein genau bedachtes Modell des Glaubens. Leben ist durch eine Fülle unterschiedlicher Schalter bestimmt.
Sie werden jeden Tag neu und passend eingestellt. Der Prediger Salomo kannte die Menschen noch persönlich, die gebaren oder lachten oder starben. Er machte sich von den globalen Dimensionen der Welt überhaupt keine Vorstellungen. Das war ihm fremd. Das konnte er nicht. Doch Gebären hat seine Zeit. Jede Minute werden weltweit etwa 160 Babys geboren. Sie alle wollen leben, essen, arbeiten. Sterben hat seine Zeit. Jede Minute sterben weltweit 100 Menschen, weil sie altersschwach geworden sind, weil ein Tumor ihren Körper befallen hat, weil das Herz zu schwach geworden ist oder weil sie einen Verkehrsunfall hatten. Lachen hat seine Zeit. Jeder der Milliarden erwachsenen Menschen lacht circa 15 Mal pro Tag. Die Erwachsenen sind damit sehr viel griesgrämiger als kleine Kinder, die nämlich bis zu mehreren hundert Malen pro Tag lachen. Die Zahlen habe ich aus dem Internet und beziehen sich auf das Jahr 2022. Damit möchte ich veranschaulichen: Es lachen, sterben, bauen, schweigen, lieben nicht nur 10, 100 oder 10.000 Menschen, sondern Millionen und gar Milliarden. Und damit verändert sich der Blickwinkel auch für Trost und Hoffnung. Zur globalen Dimension der Welt gehört auch das Weltall. Aus der Ferne einer anderen Milchstraße betrachtet, wirkt die Erde nur wie ein Sandkorn. Die Sichtweise des Predigers Salomos wird gesprengt durch die unglaublichen Dimensionen des Weltalls. Schon diese Erde, auf der heute Nacht feiernde Menschen lachen, trinken und das neue Jahr begrüßen, fließt so unglaublich riesig, vielfältig und komplex durch den leeren Raum des Kosmos. Allein die Galaxie, in der sich der Planet Erde befindet, besteht aus zwischen 100 und 400 Millionen Sternen. Das Weltall selbst wiederum enthält mindestens 100 Milliarden Galaxien mit einer unüberschaubaren Zahl von Sternen. Man kann sich genauso ernüchtert wie fasziniert die Frage stellen: Hat es da noch eine Bedeutung, wenn ein geboren wird? Wenn die Großmutter in hohem Alter stirbt? Wenn der Ingenieur sich ein Haus baut? Oder wenn die junge Studentin ihren ersten Freund umarmt und ihm einen Kuss gibt? Küsse, Krankheiten und Häuserbau erscheinen im Angesicht eines unermesslichen Universums als nicht einmal winzige Details, die sich auf den Kurs des großen Ganzen, des Globalen, des Kosmischen, des Universalen gar nicht auswirken. Und dazu kommt: Bauen, küssen, umarmen, lieben, bringen die Menschen voran. Das Problem ist der Gegensatz, die jeweils negative Seite. Hassen, Krieg führen, verlieren, zerreißen, streiten. Der im Kreml isolierte russische Präsident führt einen sinnlosen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die palästinensische Hamas überzog im Oktober Israel mit Terroranschlägen ungekannten Ausmaßes. Die Zerstörung der Hamas bringt unendliches Leid über die Bevölkerung des Gazastreifens. In Syrien, im Jemen, im Sudan toben Bürgerkriege. Manche Länder scheinen nur darauf zu warten, dass sich die Weltlage weiter destabilisiert, um selbst bewaffnete Auseinandersetzungen zu beginnen. Gegenüber der Sichtweise vom Leben des Predigers zeigt sich: Krieg und Frieden wechseln sich nicht mehr ab. Raketenangriffe, terroristische Anschläge, das Verbreiten von Falschinformationen,
Das Schüren von Angst und Schrecken sind zum neuen Normalzustand geworden. Doch schauen wir noch einmal genau auf die Sätze des Predigers. Zuerst sagt er, im täglichen Wechsel von Weinen und Lachen, von Höhen und Tiefen, Katastrophen und Glückseligkeit lässt sich das Wirken Gottes nicht wahrnehmen. Gott gehört für den Prediger in die Ewigkeit, nicht in die Zeit. Das Handeln Gottes ist nicht im Vordergrund in der Wirklichkeit zu entdecken. Gottes Wirken verbirgt sich in der Ewigkeit. Und doch zeigt sich Gott in der Gegenwart schon dann, wenn ein Mensch fröhlich ist und lachen kann. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Im zu Ende gehenden Jahr gab es wenige Gründe, um zu feiern und fröhlich zu sein. Im Gegenteil, es ist geradezu zum Kennzeichen dieses Jahres geworden, dass die meisten Menschen eine große innere Unruhe erfasst hat, wenn sie an Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Hurrikans, an Terroranschläge, Drohnenangriffe, Kriegsdrohungen denken. Viele Menschen nehmen so etwas wie ein starkes Wanken im gesamten globalen System wahr. Und das ist an die Stelle früher empfundener Stabilität getreten. Dieses Wanken vergrößert die allgemeine Unruhe. Schlimmeres ist zu befürchten im nächsten Jahr, im kommenden Jahrzehnten. Der Prediger Salomo zählt Gegensätze auf, Lachen und Weinen, Klagen und Jubeln. Je schlimmer sich Klagen, Trauern, Streiten und Plagen gestalten, desto mehr darf auch die jeweils andere Seite nicht fehlen. Niemand kann ohne Hoffnung, ohne Lachen und Umarmungen und Liebe leben. Man kann so weit gehen zu sagen, wo Fröhlichkeit und Freundlichkeit herrschen, da ist Gott gegenwärtig. Ein weiteres. Der Prediger Salomo hat die Gegenwart Gottes zu Recht der Ewigkeit zugeordnet. Wir Menschen sind aufgefordert, uns selbst um die vermeintlichen Kleinigkeiten des Lebens zu kümmern. Aber dieser Gott, und damit gehe ich über den Prediger deutlich hinaus, dieser Gott ist Mensch geworden. An Weihnachten haben wir gefeiert, dass der ewige, unsichtbare Gott in einem kleinen Baby in Windeln Gestalt gewinnt. Unser Alltag steht genau zwischen der Ewigkeit Gottes, die alle Zeit überschreitet, und auf der anderen Seite seiner Gegenwart. Gott ist das winzige Kind, das gestillt, gekleidet, behütet und umsorgt wird. Gott ist zugleich in der Ewigkeit und in der Gegenwart. Gott ist im Detail, in der Einzelheit. Gott ist im schreienden Baby, dem Retter der Welt. Unser aller Leben steht dazwischen. Es steht zwischen Lachen und Weinen, Streiten und Heilen, Gebären und Sterben. Genau das gibt uns Hoffnung für eine bessere Welt. Das wünsche ich uns allen für das kommende Jahr. Wir haben keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben auch keinen Grund, nach mir die Sintflut zu schreien. Im Gegenteil. Wir haben allen Grund, diesem Baby, diesem Handvoll Leben in der Krippe zu vertrauen und an seiner Hand neugierig und zuversichtlich in das neue Jahr hineinzugehen, um miteinander das zu leben, was uns die Jahreslosung für 2024 aufträgt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Amen. Der Friede Gottes, der aus der Ewigkeit in die Gegenwart einsickert, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.
singen das Lied aus dem orangenen Heft 111. Alle drei Strophen, meine Zeit steht in deinen Händen. Kommt an dieser Stelle immer ein Rückblick für die Gemeinde. Ein ereignisreiches und oft beunruhigendes Jahr geht dem Ende zu. Wir sind erschüttert über die Kriege in Europa und im Nahen Osten, die leider nicht die einzigen Kriege in unserer Welt sind. Doch trotz allem, was belastet, haben wir ein harmonisches und erfolgreiches Jahr in unserer Gemeinde erleben dürfen. Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Seit Frühjahr 2023 sind wir mit einem trilateralen Vertrag
eine von der evangelisch-lutherischen Kirche Ungarn und der evangelischen Kirche in Deutschland anerkannte, selbstständige und eigenständige Kirchengemeinde und werden von beiden Kirchen unterstützt. Es war ein langer Weg, der sehr viel Geduld erforderte. Eine besondere Freude sind mir die Begegnungen mit meinen ungarischen Kollegen und Kolleginnen der evangelisch-lutherischen Kirche Ungarns. Seit Mai haben wir mit Petra Malende ein tatkräftiges Mitglied im Kirchengemeinderat willkommen geheißen. Sie hat zugleich die Nachfolge unseres ausgeschiedenen Schatzmeister Harry Meine übernommen. Weiterhin sind wir noch auf der Suche nach einem Ersatzmitglied. Für mich war gleich im Januar meine Reise nach Tiflis zur Amtseinführung des deutschen evangelischen lutherischen Bischofs Georgiens ein besonderer Höhepunkt. Vor allem auch, weil sich da drei befreundete Auslandspfarrerinnen gemeinsam und privat auf den Weg nach Tiflis machten. Im Mai folgte dann eine Dienstreise zur Regionalkonferenz nach Novi Sad und Belgrad. Dankbar sind Uschi und ich, dass Josef Wachek mal Uschi mal mich vertritt oder gar uns beide gemeinsam. Auch das ist einmal von vorgekommen. Ganz herzlichen Dank, Josef. Seit diesem Jahr sind wir Musiker und Pfarrperson einmal im Monat um 15 Uhr zum Gottesdienst in Senja. Am Gemeindefest und an Heiligabend besuchten vor dort einige unsere Gottesdienste und brachten noch weitere Besucher mit. Überhaupt bringt uns unsere Werbungen und Beiträge in der Balaton-Zeitung, in 16 deutschsprachigen Ungarn-Gruppen in Facebook einige interessierte Menschen in unserer Gemeinde. Aber die beste Propaganda ist stets die traditionelle Mund-zu-Mund-Propaganda und gut gestaltete Gottesdienste. So haben wir gut besuchte Gottesdienste erleben dürfen, fröhliche Feste gefeiert. Ich erinnere an Pfingsten und an das Sommerfest Anfang Juli in Kehita Kustan bei Martina und ebenso an den Ende-Danktag hier in unserem Kirchenraum. Aber ein weiterer besonderer Höhepunkt war der Weingottesdienst mit dem anschließenden Fest im Weinberg bei Martin Böckle im August. Wenn ich es so recht überlege, folgte in den Sommermonaten ein Höhepunkt auf den anderen. Unvergessen bleibt mir der Besuch der deutschen Botschafterin in Budapest, Julia Groß, und Konsul Karl Christoph Ganzweit im September. In seinem Weihnachtsgruß fügte Konsul Ganzweit den Satz an: Ihre Predigt im September ist mir im Gedächtnis geblieben, dicken Ausrufezeichen. Über diese Rückmeldung freute ich mich sehr. Und Uschi und ich vertraten dann am 3. Oktober unsere Gemeinde beim Empfang der Botschafterin zum Tag der Deutschen Einheit in Budapest. Unter der bewährten Reiseleitung von Christina besuchten wir im Juni Westbrem, eine kleine Wandertour unternahmen wir dann Anfang September zum jüdischen Friedhof in Kamac. Und jetzt am 3. Advent besuchten wir die deutschsprachige evangelische Gemeinde Budapest, feierten einen gemeinsamen Gottesdienst, der live übertragen wurde, und besuchten anschließend Weihnachtsmärkte. Über jeden dieser Ausflüge kann jeweils angefügt werden: ein schöner, ereignisreicher Tag. Gemütlichkeit erlebten wir nicht nur bei den Festen, sondern auch bei den Aktionen. Da möchte ich an die Kräuterwanderung am Ostermontag erinnern, mit dem anschließenden Beisammensein mit dem Branch im Kirchenraum. Wir waren über 30 Personen. Helga und Horst führten und erklärten bei den Wanderungen, auch bei der Wanderung zum jüdischen Friedhof. Die finden immer Kräuter unterwegs. Der Büchermarkt am 2. April, also eine Woche vor Ostern, war zwar aufwendig beim Aufbau und dem Abbau, aber ein guter Erfolg. Viele Bücherkisten sind bei Hedwig nun im Keller gelagert. Die Lesung von Conny Rückriegel brachte uns ein kleines neues Publikum und ebenso auch die Lesung am 15. November mit Inga Scheer-Ruland. Einige tapfere Hobbybastler haben sich im November mit der Technik von handgefertigten Papierperlen schlau gemacht. Das wird im Frühjahr als Tagesaktion wiederholt. Gut angenommen wurde auch der Adventsnachmittag am 2. Advent. Ein besinnlicher und fröhlicher Nachmittag, der von vielen mitgestaltet wurde.
Dank Helga Schellen und dem Team um sie herum haben wir nun eine gemütlichere Tischrunde und auch beim sonntäglichen Kirchencafé wird der Raum nun vorteilhafter genutzt. Ganz herzlichen Dank für deine Idee. Der Bibelgesprächskreis unserer Gemeinde unter der Leitung von Carola Sanden trifft sich von Frühjahr bis in den Herbst hinein 14-tägig im Kirchenraum. Mit unserer Vermieterin Rosi und ihrer Tochter haben wir ein sehr gutes Einvernehmen. Für jede Ausgabe der Nebenkosten benötigen wir Rechnungen mit unserer Steuernummer, anders können wir nichts abrechnen. Das funktioniert bei Wasser und Strom problemlos, nur beim Gas geht es nicht. Da ist der Aufwand, eine separate Gasleitung mit Zähler und eigenem Regler für den Kirchenraum zu verlegen, für die Vermieterin zu groß und zu kostenintensiv. Deshalb ist die Gaszufuhr für den Kirchenraum abgestellt. Das bedeutet für die Wintermonate von Dezember bis Februar, dass wir nur noch für die Gottesdienste den Raum anheizen. Zu den Sitzungen im Kirchengemeinderat treffen wir uns in privaten Räumen. Beim Herrichten des Raumes am Samstag stelle ich den Timer für die Klimaanlage an, und zwar ab abends um 22 Uhr. 10 Stunden Vorheizen sind schon erforderlich, damit ihr euch beim Gottesdienst wärmetechnisch wohlfühlt. Ich möchte ja auch nicht, dass ihr hier rumfröstelt, wie in deutschen Kirchenräumen. Leider kann beim Timer nur eine Einstellung eingegeben werden, die dann täglich immer wieder anspringt. Also ist das auch keine Lösung für eine ganze Woche, den Timer einzusetzen. Zusammenfassend dürfen wir aber mit Freude sagen, wir haben für unsere Gemeinde ein gutes Jahr erlebt. Auch neue Mitglieder konnten wir gewinnen. Dafür bin ich sehr dankbar und danke allen, die in diesem Jahr mit unserer Gemeinde auf dem Weg geblieben oder neu hinzugekommen sind und die Arbeit des Kirchengemeinderats befördert und unterstützt haben. In all dem, was wir erleben durften, können wir für uns mitnehmen. Es sind Begegnungen mit unserem biblischen Gott, die uns verändern, die uns als Gemeinde Jesu Christi stärken, die uns als Gemeinde wachsen lassen. Es sind Begegnungen miteinander, die unser Gemeindeleben lebendig halten. Und nun ganz zum Schluss, mein 4-Jahres-Vertrag läuft am 31. Juli 2024 aus. Ab dem 1. August 2024 werde ich dann in den Ruhestand versetzt. Auch wird unsere Pfarrstelle eine Ruhestandspfarrstelle. Bei der EKD habe ich bereits beantragt, dass ich ab dem 1. August für eine weitere Zeit als Pfarrerin im Ruhestand für unsere Gemeinde beauftragt werde. Oh, Harry. Hast du es gehört, wie der Stein gefallen ist? Ja, ich wollte früher nicht sagen. Ich warte noch auf die offizielle Bestätigung, aber heute, denke ich, ist der Tag, wo das auch mal formuliert wird, weil ich immer wieder auch nachgefragt werde, wie geht es weiter. Gut. Und jetzt beten wir miteinander. Unsere Wendung, nach der Wendung, wir bitten dich, antworten wir mit Erbarme dich. Ewiger Gott, aus deinen Händen empfangen wir unseren Atem, unsere Zeit, unser Leben. Aus deinen Händen empfangen wir unsere Liebsten, unser Lachen, unsere Liebe. In deine Hände legen wir dieses Jahr zurück mit allem, was uns den Atem nahm, was unsere Tage verdunkelte, was uns am Leben verzweifeln ließ. In deine Hände legen wir dieses Jahr zurück mit allem, was uns hoffen ließ, was uns lachen machte, was unsere Liebe bestärkte. Komm, Herr, segne uns. Wir bitten dich, erbarme dich. In deine Hände legen wir die Trauer in dieser Welt. Die Trauer um die in den Kriegen Getöteten, die Trauer um die von Gewaltherrschern Ermordeten, die Trauer um die Kranken, für die es keine Hilfe gab, die Trauer um die, denen das Leben unerträglich wurde, die Trauer um unsere Verstorbenen.
wisch ab die Tränen. Wir bitten dich, erbarme dich. In deine Hände legen wir dir die Angst dieser Welt, die Angst um die Schöpfung, die Angst vor neuen Fluten, Stürmen und Bränden, die Angst vor unberechenbaren Despoten, vor Krieg und Gewalt, vor tödlichen Krankheiten, die Angst um unsere Kinder. Komm, du Trost der ganzen Welt, wir bitten dich, erbarme dich. In deine Hände legen wir die Menschen, die an der Elbe, an der Weser und von anderen gestiegenen Flüssen weltweit bedroht sind. Stelle ihnen gute Begleiter und Hilfskräfte zur Seite. Wir bitten dich. Erbarme dich. Aus deinen Händen nehmen wir die Hoffnung für diese Welt. Die Hoffnung auf Frieden. Die Hoffnung auf Wärme und Licht. Die Hoffnung auf Brot für die Hungernden. Auf Sicherheit für die Geflüchteten. Auf ein Zuhause für die ohne Obdach. Die Hoffnung auf Glück für unsere Kinder. Segne, lachen und weinen. Wir bitten dich. Erbarme dich. Wir bringen zu dir unseren Dank, unser Leben, unser Glück. Du schaust uns an und wir beten dich an. Amen. Alles, was uns an diesem Altjahrestag bewegt, nehmen wir nun mit hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, miteinander zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie immer an dieser Stelle habe ich noch ein paar Informationen. Die Kollekte von der Christfestfeier am Heiligabend erbrachte umgerechnet 179 Euro. Herzlichen Dank allen Spendern und Spenderinnen. Die heutige Kollekte wird vor dem nächsten Lied Meine Hoffnung und meine Freude eingesammelt und ist für die Arbeit in der eigenen Gemeinde bestimmt. Ihr wisst ja, dass wir aus Deutschland keinerlei Kirchensteuermittel erhalten. Und so sind wir darauf angewiesen, was ihr uns gebt. Dankbar sind wir für jede Spende, die unsere Arbeit unterstützt. Gott segne Spender und Spenderinnen für ihre Gaben. Im Januar und Februar feiern wir 14-tägig Gottesdienst. Der nächste Gottesdienst mit Abendmahl und anschließendem Kirchencafé ist am 7. Januar um 10.30 Uhr hier in unserem Kirchenraum. Harry trägt eine sehr schöne Weihnachtsgeschichte vor und Richard wird über das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht predigen. Euch allen wünscht der Kirchengemeinderat einen gesegneten Jahreswechsel und ein gesundes und behütetes Jahr 2024. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Noch eine Ergänzung. Carola ist erkrankt. Sie hat ja geschrieben, mir per WhatsApp. Und ich übernehme gern ihre Vertretung für den Bibelgesprächskreis. Aber unter der Woche, ihr habt es mitbekommen, ist es hier schwierig, was zu machen. Ich kann vorschlagen, dass wir es sonntags nachmittags, nach Mittagessen hier nochmal treffen, zum Bibelgesprächskreis zusammenkommen, da ist der Raum warm. Da ist es auch keine große Geschichte, hier nochmal etwas länger zu heizen. Das könnten wir am nächsten Sonntag machen, würde ich anbieten, weil am 21. bin ich in Sendier, da kann ich es nicht machen.
Und dann im Februar, am 1. Februar Sonntag bin ich auch noch da, da könnte man das da auch nochmal anschließen. Das wäre mein Vorschlag, falls Carola bis dahin noch krank ist. Oder auch Carola könnte das dann anschließen, dann machen, da ist der Raum warm. Und dann so haben wir das auch im Winter im deutschen, im Inland, in den deutschen Gemeinden gehandhabt. Wenn der Gemeindesaal warm ist, dann kamen nachmittags noch die Gruppen dazu. Denn so könnte man das hier auch machen. Ich weiß nicht, wer alles Mitglied im Bibelgesprächskreis ist, mir liegt ja nicht vor. Da gibt es ja keine offiziellen Mitglieder, aber da hinten sitzen zwei. Das weiß Eva und Josef, Die Irmi und die Brigitte, wenn wir hier. Okay, dann müsst ihr das euch untereinander weiter sagen. Wir können nachher drüber uns unterhalten. Gell? Okay, wollte ich nur Bescheid geben. Und dann, Carola, wünschen wir gute Besserung. So, und jetzt gehen wir im Gottesdienst weiter. Singen wir meine Hoffnung und meine Freude. Ja. Das ist das nun 109. Ansteckt wie bei Heiligabend, dann soll ihr Licht dir sagen: Bleibe zuversichtlich in allem, was auf dich zukommt.
Gott ist da, er hält dich in seinen liebenden Händen. Und jetzt lasst uns das O, du Fröhliche, singen und richtig sprechen. Kirchenkaffee.